Herzlich willkommen zu diesem AZMPO2-Video. Mein Name ist Sascha Limberger und ich freue mich, Ihnen heute zeigen zu dürfen, wie man über die Container einfach Softwareverteilungsaufgaben automatisieren kann. Wechseln Sie als erstes bitte zu dem Punkt Client Management Container. In diesem Punkt habe ich schon mal eine Struktur vorbereitet. Unter dem Punkt Softwareverteilung gibt es schon den Punkt Deinstallationen, Installationen, aber auch Verwaltungsaufgaben, wo man unterschiedliche Automatisierungsaufgaben platzieren kann. Unsere neue Aufgabe legen wir erstmal mit dem Punkt Container hinzufügen an. Unser Container bekommt den Namen Adobe Reader Update, um klar darzustellen, wofür dieser Container gedacht ist. Die restlichen Optionen auf der ersten Seite können wir erstmal außer Acht lassen, die werden momentan nicht benötigt. Im nächsten Schritt können wir uns selber ein Icon aussuchen. Ich nehme hier immer ganz gerne das Software-Icon. Anschließend können wir einen Filter setzen. Hier beziehen wir uns wieder auf die gleichen Felder wie schon aus der Abfrageverwaltung bekannt und überprüfen nun, ob entsprechend der Softwarename Adobe%Reader% enthält, um herauszufinden, ob ein Adobe Reader installiert ist. Nun nehmen wir nochmal das gleiche Feld, um zu überprüfen, ob eine bestimmte Version, in diesem Fall die aktuellste Version, der Adobe Acrobat Reader DC, nicht vorhanden ist. Nun werden mir alle Clients angezeigt, auf die diese Bedingung zutrifft. Damit diese Clients auch direkt zu sehen sind, lasse ich einmal die Verknüpfung neu berechnen. Die Clients tauchen sofort in der Ansicht auf und nun kann ich das Client-Command verknüpfen, um die Softwareinstallation zu einem bestimmten Zeitpunkt zu starten. Hier suche ich nach meinem Adobe Reader Command. Dies ziehe ich einfach via Drag and Drop auf die rechte Seite und editiere noch die Startbedingung. Bei der Startbedingung kann man jetzt natürlich flexibel wählen, was der beste Zeitpunkt für die Verteilung im Unternehmensnetzwerk ist. Bei mir ist es dienstags oder donnerstags, wo viele meiner Kollegen ihren PC eingeschaltet haben. Ich lasse dann die Software beim Herunterfahren installieren, um keine Komplikationen mit geöffneten Programmen zu verursachen. Durch den dynamischen Filter fallen die Clients natürlich nach der Installation automatisch aus diesem Container heraus. Nachverfolgen kann ich das Ganze natürlich über den Punkt Monitore und dann entsprechend über den Jobmonitor. Hier taucht mein neuer Job auch schon auf. Ich sehe direkt, dass der Adobe Reader DC hier eingetragen wurde und kann auch nochmal die Startbedingungen kontrollieren, dienstags und donnerstags beim Herunterfahren. Nun habe ich einen Automatismus geschaffen, mit dem ich in meinem Netzwerk den Adobe Reader einfach auf dem aktuellsten Stand halten kann.